Komm her, komm her. Danke. Komm weiter her. Die machen mir das Leben auf jeden Fall einfacher. So, komm her. Und bumm. Danke. Du auch? Komm her. Unter dem vierten. Und mach bumm. Danke. Und ihr, geht mal bitte weg. So, ne, ist anders hier, okay. So. Gut. Wird diese Folge auf jeden Fall jetzt noch sein, dass ich noch begradige. Und in der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall anfangen mit dem Gefängnis. Wow, Mann, diese scheiß Skelette. Ist hier noch irgendwo ein Creeper, den ich missbrauchen kann? Nee, nö. Sonst sind hier immer Creeper. Da hinten ist noch einer. Den hole ich mir noch. Komm mal her. Danke. Komm mit. Wo bist du? Da bist du. Oh. So, komm her. Komm her. Danke. Und komm mal hier hin. Danke. Leute, jetzt back ich hier gerade fest. Leute, ich back hier echt fest. Ich weiß nicht wo. Da. Wo back ich denn fest? Wie unlogisch das Spiel ist. Was ist denn los bei dir? Du backst ich back hier gerade fest. Im Boden oder so. Aber ich baue gerade alles um mich herum ab. Also es geht eigentlich gar nicht mehr. Da muss ich Erde setzen. Nee. Kannst mal eben herkommen? Ja. Ich bin hinter dem Feld. Muss mal eben was essen, Leben regenerieren und mich gegen Zombies durchschlagen. Echt ein bisschen komisch. Am Feld, sagst du? Ja, hinterm Feld. Boah. Ich komme hier nicht weg. Oh, warte. Machen wir jetzt mal so. Ah, fick dich. Ja, warte, vielleicht. Ah, hier sitzt. Bei mir war eine Wand nicht da. Alles klar, gut. Danke aber trotzdem. Ja, ja. Da sind noch zwei Creeper. Oh, die will ich. Die will ich. Kommt her. Hier. Ey. Ja, kommt her. Schön herkommen. Da. Hier. Komm her. Explodier. Danke. Explodier. Danke.
So. Könnte ich hier ja schon mal ausfüllen, eigentlich. Verpiss dich. So. Es geht doch noch ein bisschen schneller. Ja. Weil das auf einmal ein Enderman. Creepy. Wie lange hast du denn heute geschlafen? Gute Frage. Mein Wecker hat um 12 geklingelt. Also um 12. Okay. Du? Ich 2. Okay. Okay. Dauert dann schon ein bisschen länger, sowas zu machen. So, das wäre ausgefüllt. Ich kann eigentlich Shader anmachen, ne? Ja. Das könnte ich eigentlich wirklich machen. Aber warte. Jetzt weiß ich, wieso. Ich habe mich gerade ein bisschen gefragt, wieso ich so unstabile Frames habe. Aber ich hatte die Renderdistanz ein bisschen hoch. Auf 32? Ja. Weil ich mir halt letztens das Haus da angeguckt habe und das war halt auch so groß. Da muss ich halt hier an der Distanz hochstellen, um da alles drauf zu haben. Ach, ich liebe unsere kleine Welt hier. Ja, ich find's voll geil, wie die einfach wächst und so. Ja. Wie größer wird. Und jetzt haben wir beschlossen, Straßen auch noch zu bauen. Steht ja auch nochmal dafür, dass die immer größer wird. Ja. Richtig cool. So. So, ja, ich würde schon gerne an Schienen kommen. Wie weit machen wir das denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
Boah, ich baue gerade das Gras ab zum Beat. Voll krass. Ja, das ist echt schon spannend. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie spannend das ist. Bist du immer noch am Begradigen? Ja, ja. Spannend. Ja. 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 Wieso kann ich nicht einfach so einen Laser haben, wo ich einfach mal sage, und das Ganze ist gerade. Wie so ein Messer einfach nur. Hauptsache, manchmal rendere ich so das Video, ne? Und dann suche ich halt so nach so witzigen Textstellen, um dann daraus den Titel zu machen. Dann denke ich mir so, manchmal habe ich das wirklich gesagt. Weil daran kann ich mich so dermaßen nicht mehr dran erinnern. Weil ich dann einfach nur irgendwas laber. Wenn du Scheiße laberst. Ja, zum Beispiel. So, dauert nicht mehr lange, dann können wir auch schon damit anfangen. No. Ja, ja. Was isst du denn morgen so? Was ich morgen esse? Ja. Ich glaube, wir essen Raclette. Echt? Geil. Und ihr? Pute. Morgen Pute, übermorgen Pute, übermorgen Pute und Kuchen. Ja. Stelle ich mir irgendwie so fettige Hähnchenschenkel vor. Nee. Guten schön. Schenkel. Nee. So die Brust und so. Was wir gleich mal machen könnten, fällt mir gerade ein. Kannst du dich daran erinnern, als wir die große Höhle erkundet haben? Da sind wir ja auf die... Sekunde. Da sind wir auf die Mine gestoßen. Und jetzt frage ich mich, ob du da vielleicht glücklicherweise F3 gedrückt hast.